dazu sagen, einen großen Fußbereich hätte ich einfach gern. Ich bin Flo Kerschner von Mittenrad in 1 und darf jeden Morgen die geilste Stadt der Welt, die geilste Stadt der Welt, große Lobkürze eben aufwecken. Und man kann mich jeden Morgen hören, 5 bis 10 bei Mittenrad in 1. Da wurde hier schon viel richtig gemacht, finde ich, bevor es überhaupt richtig losgeht. Weil man hat das Ding hier Flair genannt. Flair ist auch was, was der beste Büro Franke super aussprechen kann. Mensch, heute gehen wir mal ins Flair. Das kriegt man dann auch als Franke hin. Und das Schönste wäre natürlich, wenn man das größte Lob eines Frankens am Ende bekommt hier, wenn man irgendwann der Franke sagt, Mensch, das passt schon hier im Flair. Und ich hoffe, dass wir das auch hinbekommen und dass dieser Abend, also dieser Vormittag am Ende ja auch passt. Wenn man hier was reisen will, dann muss man es richtig machen. Deshalb freue ich mich sehr, dass es sich dem Ganzen einer angenommen hat, der immer, wenn er was macht, alles richtig macht. Er ist ein Macher und er hat mir schon oft, glaube ich, in seinem Leben bewiesen, dass er den richtigen Riecher hat und die Chancen erkennt und seine Visionen dann auch am Ende umsetzt. Bitte begrüßen Sie mit einem großen Applaus den geschäftsführenden Gesellschafter und Gründer der P&P-Gruppe, den Bauherrn Hans-Peter. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Lieber Herr Oberbürgermeister Dr. Jung, meine sehr geehrten Damen und Herren, willkommen im zukünftigen Wohnzimmer der Stadt Fürth. Die Sofas stehen ja so schon und bitte machen Sie sich gemütlich. Ich habe mich auf den heutigen Tag wirklich sehr gefreut, denn wir feiern heute auf den Monat genau 34 Jahre nach der Eröffnung des City Centers die Grundsteinlegung des Flair Fürth. Wir feiern den Beginn einer neuen Ära auf diesem geschichtsträchtigen Areal. Der heutige Tag dient aber auch dazu, auf das Geleistete zurückzuschauen und gleichzeitig den Blick in die Zukunft zu richten. Und natürlich vor allem die Gelegenheit zu nutzen, Ihnen allen Danke zu sagen. Mein Dank geht vor allem an die vielen Menschen, viele davon sind übrigens heute hier anwesend, die in den letzten Jahren mit viel Ausdauer und enormer Energie sowie Leidensbereitschaft die Vision eines funktionierenden Senders in Fürth nicht aufgegeben haben. Menschen, die sich über die Maßen engagiert und somit den Weg für uns bereitet haben. Ohne diese Menschen würde es diesen heutigen Tag der Grundsteinlegung überhaupt gar nicht geben. Besonders möchte ich an dieser Stelle Herrn Jung danken sowie allen städtischen Vertretern, Frau Lippert, Herrn Müller, Frau Hackbart-Hermann, Herrn Merz, der die Baugenehmigung bearbeitet. Ja, besten Dank für Ihre hervorragende Unterstützung. Sie und viele andere, die ich namentlich gar nicht alle nennen kann, standen uns in den vergangenen Jahren sehr häufig mit Rat und Tat zur Seite. Danke dafür. Mein Dank geht natürlich auch an unser gesamtes P&P-Team, das sich mir seit circa 4 Jahren in diesem Projekt mit enormer Leidenschaft unterstützt und mitträgt, glaubt und hofft. Am Anfang einige Worte zur Historie dieses wirklich sehr besonderen Areals bzw. Centers. Das City Center gehört zu den ersten Centern in Deutschland. Zu dem Zeitpunkt der Erstellung des Centers gab es noch gar keine Erlangen-Arkaden bzw. kein Mercado in Nürnberg. Das City Center war eines der ersten. Auf der Präsentation sehen Sie die Anzahl der Sender, die nach dem Bau des City Centers in Deutschland noch erstellt wurden. Ich finde das sehr beeindruckend. Beeindruckend finde ich vor allem, wie früh Fürth bei dieser Entwicklung mit dabei war. Fürth war also im Bereich Shopping in der Region und darüber hinaus sehr früh dran und vorne. Wie mutig und innovativ Fürth damals schon war, zeigen auch die Bilder dieser gigantischen Baumaßnahme sehr anschaulich. Ich darf auch heute den Herrn Zemsch begrüßen. Grüße Sie. In den ersten Jahren nach der Erstellung hat das City Center floriert und war ein echter Besuchermagnet. Es lief. Doch aufgrund der komplexen Eigentümerstruktur, ca. 350 an der Zahl, wurde es im Laufe der Zeit immer schwieriger, die notwendigen Investitionen zu tätigen, die ein Center dieser Größenordnung aber nun einmal braucht. Auch hier gilt wie so häufig das Prinzip Saat und Ernte. Wenn nicht mehr gesät wird, also nicht mehr investiert wird, kann irgendwann eben auch nicht mehr geerntet werden.
Und genauso war es auch. Die Folge der ausbleibenden Investitionen war dann der schleichende Niedergang des Senders. Eine weitere Komplexität und ein Grund für das Aus des Senders war, die beiden entscheidenden Eingangsgebäude waren im Fremdeigentum, also das CMA und vorne die Schwabacher Straße. Aufgrund dieses Fremdeigentums konnten die Eingänge nicht vollständig in das Gesamtkonzept integriert werden und waren damit als zukünftiges Eingangstor für das Sender einfach zu schwach ausgebildet. Man sprach dann in der Branche dann auch vom bestverstecktesten Sender in Bayern oder sogar in Deutschland. Beide Gebäude konnten wir in den letzten Jahren erstaunlich und auch glücklicherweise erwerben. Das war in der bisherigen Geschichte des City-Senders bis dato überhaupt nicht nie möglich. Durch die Integration der beiden Eingänge in unser Gesamtkonzept konnten wir dann, Gott sei Dank, einen weiteren entscheidenden Knoten neben dem Teileigentum lösen. Beide Punkte also, erstens der Erwerb des Teileigentums und zweitens die Lösung der Eingangssituation sind maßgeblich und richtungsweisend für den zukünftigen Erfolg des Senders. Denn die eigentliche Ursache für den Stillstand des Senders war niemals eine schlechte Mikrolage. Denn die Mikrolage hier ist wirklich perfekt. Und sie könnte auch nicht besser sein. Wir haben eine absolute 1A-Lage in der Innenstadt. Ich sage immer, wenn wir uns einen Standort für einen Sender in der Innenstadt aussuchen könnten, dann würden wir wahrscheinlich genau diesen wählen. Zur Historie gehört aber auch, dass wir mit dem Flair auf guten Wurzeln aufbauen. Und zwar auf dem ehemaligen Gelände der Geismann-Brauerei. Jetzt kann ich sagen, hier ist immer gut, da gebe ich Ihnen auch recht. Auf dem über 13.000 Quadratmeter großen Brauereigrundstück stand damals auch der populäre und berühmt-berüchtigte Geismann-Saal. Einige von Ihnen werden ihn sicher noch von diversen Festlichkeiten und Partys kennen. Ich glaube, er befand sich ziemlich genau auch an der Stelle, an dem Ort, wo wir jetzt gerade stehen. Damals wurden dort sehr viele wichtige Veranstaltungen im Bereich Sport, Politik und viele andere Feiern im Geismann-Saal veranstaltet. Unter anderem auch die Meisterschaftsfeier der Greuther Fürth von 1914, 26 und 29. Da stehen Sie, die Helden, ne? Ein Bild aus 1917. Der Saal war zur damaligen Zeit schon ein Marktplatz, ein Ort der Begegnung, ein Hotspot in Fürth. Und genau diesen Marktplatz, diesen Ort der Begegnung, da wo was los ist, wo man eben mal Freunde trifft, hingeht, sich aufhält, wo das Leben pulsiert, wo Flair und Atmosphäre ist. Genau so einen Ort, wir nennen es kurz das Wohnzimmer der Stadt, wollen wir mit dem Flair verwurzelt in diese Historie wieder schaffen. Doch jetzt von der Vergangenheit in die Gegenwart. Fürth hat ja in den letzten Jahren wirklich eine beeindruckende und besondere Entwicklung gemacht. Ich möchte nur einen einzigen Punkt, der stellvertretend auch für diese positive Entwicklung in Fürth steht, hervorheben. In Fürth hat die Kaufkraft im Vergleich zum Städteteil wirklich extrem zugelegt. Das zeigt der gestiegene Einzelhandelsumsatz sehr, sehr anschaulich. Die Zahlen sind übrigens top aktuell. Der Umsatz lag zu 18 bei 1 Milliarde Euro. Das bedeutet für Fürth fast 40% Zuwachs in 10 Jahren. In unseren Nachbarstädten dagegen waren es 10%. Die positiven Standortdaten sind natürlich das eine, aber die Konzeption und Umsetzung des Projektes das andere. In den letzten 3 bis 4 Jahren haben wir mit dem Projekt natürlich etliche Höhen und Tiefen erlebt. Ich denke, das kann sich jeder gut vorstellen. Das Ganze war für uns von Anfang an im Prinzip ein Glaubensprojekt. Wir waren im Prinzip, wenn ich so nachdenke, auf verschiedenen Ebenen eigentlich immer in Vorleistung. Zurückblickend war schon der Ankauf des Objektes ein echter Krimi. Allein der Erwerb der verschiedenen Gebäudeteile, CMA und Schwabacher Straße war schon wirklich ein brutaler Kraftakt. Und dazu dann noch der Ankauf des Teileigentums mit den vielen verschiedenen Eigentümern. Es war wirklich sehr, sehr oft eine Achterbahn der Gefühle und nicht nur für mich, Herr Müller. Zum Schluss, als wir quasi alles unter einem Hut hatten und alle Anteile erworben waren,
blieb dann noch ein einziger sogenannter Schikanierzwickel im zweiten Untergeschoss, ca. 30 Quadratmeter. Müller nickt. Er weiß, wovon ich spreche. Wir haben sehr häufig uns ausgetauscht. Übrig. Und das bei fast 20.000 Quadratmeter Gesamtfläche. Diese Fläche war aber leider für das Gesamtprojekt essentiell und damit unverzichtbar. Bedauerlicherweise wusste dies aber auch der Verkäufer dieser Fläche. Am Ende hatten wir dann jedenfalls mit Investoren aus London zu tun. Diesen mussten wir diesen letzten Anteil im wirklich wahrsten Sinne des Wortes abringen. Glauben Sie mir, kurz bewegt, glauben Sie mir, wir hatten schon leichtere und weitaus angenehmere Verhandlungspartner. Um ein Haar wäre der Gesamtankauf an dieser Stelle, an diesen 30 Quadratmeter und diesen Verkäufer noch gescheitert. Aber es ging dann, wenn auch wirklich alles in allerletzter Minute, zum Glück am Ende dann doch noch gut aus. Ja, wie wir alle wissen, befindet sich der Einzelhandel derzeit sehr stark im Umbruch. Alte Konzepte funktionieren nicht mehr, neue Konzepte sind teilweise noch nicht komplett angekommen. Aus unserer Sicht muss es jetzt darum gehen, eben etwas Neues zu schaffen, denn das Alte braucht und will keiner mehr. Wir brauchen neue Konzepte und müssen raus aus der Beliebig- und Vergleichbarkeit. Was es jetzt braucht, sind wirklich frische, neue Ideen. In diesem krassen Spannungsfeld befinden wir uns derzeit im Markt, sowohl in der Projektentwicklung als auch bei der Gewinnung von Mietern. Man könnte die Situation auch so abkürzen und beschreiben. Amazon hat das Shoppen in die Wohnzimmer der Menschen gebracht. Wir müssen jetzt das Wohnzimmer wieder zurück in das Shoppingcenter im Herzen der Stadt bringen. Also ist unser Ziel mit dem Flair, das Wohnzimmer der Stadt Fürth zu werden. Dieser eine Satz bringt unser Konzept wirklich perfekt auf den Punkt. Die Formel muss zukünftig heißen, Flair Fürth ist gleich Wohnzimmer der Stadt. Der Kollege Siegfried wird dann später noch einiges dazu sagen und auch zeigen, was das ganz praktisch heißt. Hier kurz noch einige Zahlen unseres zukünftigen sogenannten Wohnzimmers. Die Gesamtinvestition beträgt ca. 60 Millionen. Bei dem Neubau damals waren es nach meinem Kenntnisstand 120 Millionen D-Mark. Also in etwa die gleiche Summe, die heute investiert wird, wie damals beim Neubau. Interessant ist auch das Gesamtbauvolumen bzw. die Kubatur des Gebäudes. Sie ist nämlich in etwa so groß wie, sage und schreibe, 300 mittlere Einfamilienhäuser. Also ein relativ großes Wohnzimmer. Eine weitere spannende Zahl ist die zu erwartende Besucherfrequenz in zukünftigen Ferien. Und das ist keine Zahl, die ich mir ausgedacht habe, sondern die auch entsprechend fundiert ist. Diese wird an einem normalen Samstag bei ca. 18.000 Menschen liegen. Zum Abschluss möchte ich noch an den Schriftsteller Jakob Wassermann erinnern. Das Geburtshaus liegt ja direkt anliegend, ist fast integriert in diesen Komplex, ein Steinwurf entfernt von hier in der Alexanderstraße 13. Übrigens wurde er auch zum gleichen Anlass, nämlich zur Grundsteinlegung vom Citycenter zitiert. Das damalige Zitat lautete, habt Mut zu euren Träumen. Habt Mut zu euren Träumen. Und ich denke, dieser Satz ist heute noch so aktuell wie damals. Ich selbst würde dieses Zitat so interpretieren. Wir sollen mit Mut, Weitsicht und Leidenschaft unsere Träume aktiv anpacken und damit zur Realität werden lassen. In diesem Sinne möchte ich mich noch einmal bei allen, die uns bisher und auch zukünftig aktiv unterstützt haben, bedanken. Denn so wird der gemeinsame Traum Realität. Flair, das Wohnzimmer der Stadt Fürth. Besten Dank. Ja, vielen Dank, Herr Peters. Man merkt, da ist viel Emotion und Leidenschaft mit dabei. Das freut mich zu sehen. Ohne dass Stadt und Bauherr zusammen, glaube ich, bei so einem Projekt, das weiß jeder, an einem Strang zieht, ist sowas in dieser Größe nicht zu machen. Die Stadt wächst und gedeiht unter seiner Feder und er ist Gott sei Dank, wie Herr Peter, auch ein echter Macher. Die Statistiken, Aussichten könnten nicht besser sein. Ich freue mich sehr, dass Sie sich auch vor kurzem dazu entschieden haben, weiterzumachen.
Bitte einen großen Applaus vom Oberbürgermeister der Stadt Fürth, Dr. Thomas Jung. Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Auch für mich ist es bewegend, seit vielen Jahren mal wieder hier im City Center zu stehen. Es ist ein Ort, den ungezählte Förderinnen und Förder jetzt Jahre nicht mehr betreten konnten. Er ist aber nie aus dem Bewusstsein der Menschen verschwunden. Jeder weiß, dass es diesen Ort gibt. Und ich danke Ihnen, Herr Peter, dass Sie wirklich mit größtmöglichster Leidenschaft und Herzblut dieses Projekt angegangen sind. Ich habe Sie hier am Rande verfolgt. Der Hauptakteur im Rathaus war Horst Müller. Er hat schon in den Beirat mit begleiten müssen, wie es hier immer schwieriger wurde, wie Real ausgezogen ist. Sie will die ganze Geschichte nicht aufräumen, es war eine Geschichte des schleichenden Niedergangs, wie an vielen anderen Stellen der Stadt auch, Fiedler und so weiter. Und es hat dazu geführt, dass Fürth eine Einzelhandelskatastrophe für die Innenstadt war. Man kann es nicht anders beschreiben. In der schlechtesten Zeit war unser Einzelhandelsangebot geringer als das in Schwabach, obwohl wir dreimal so viele Einwohner hatten. Also wirklich, mit dem City Center ging hier vieles den Bach runter und es war immer schmerzhaft. Und es ist dann gelungen, so Schritt für Schritt, vor 5 Jahren dann die neue Mitte, der Durchbruch nach oben, Commerzbank. Aber jetzt dieses Gebäude, dieser Komplex, dieses ehemalige Geisenau-Gelände, das ist in der Tat nochmal eine ganz andere Hausnummer. Hier können wir das Projekt Innenstadtentwicklung vollenden. Danach braucht nichts mehr kommen, was Einzelhandel und Großprojekte angeht. Es ist das Letzte und es ist das Wichtigste. Und es ist das Schwierigste. Da haben wir den Onlinehandel in einer Bedrohung für die deutschen Innenstädte, wie sie sie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Und dass gegen diesen Onlinehandel hier dieses Wohnzimmer entsteht, Herr Peter, das ist Ihr Mut, Ihre Entscheidung. Und dafür bin ich und die Stadtgesellschaft Ihnen auch unendlich dankbar. Und ich habe es ja auch mitbekommen, diese 30 Quadratmeter von 20.000. Ich habe gebetet, weil ich kann es nicht fassen, dass diese Stadt, die auch schon viel mitmachen musste, es erleben muss, dass ein Preis, ein 20.000 Quadratmeter Projekt und 30 Quadratmeter scheitert. Aber es war real, diese Bedrohung. Und es waren schlimme Tage und Nächte, auch für mich. Aber es ist alles gut gegangen, es ist alles dann wie eine großartige Fügung, ja, gut geworden. Und es ist ein Wunder. Das Wort Wunder zu strapazieren, fällt mir schwer, aber wirklich, 351 Eigentümer, teilweise davon Erbengemeinschaften mit weltweiter Verstreuung, da dann das alles auf einen zu bringen, das ist eine irre Geschichte. Dass man es überhaupt angeht, ist schon bewundernswert. Dass man es dann auch noch zum Erfolg bringt und durchsetzt, ist eigentlich unglaublich. Also, lieber Herr Peter, da ist Ihnen was gelungen, dass Sie für die Stadt wirklich, ja, unendlich wert sind. Vielen, vielen Dank. Viel Geschichte, aber mit derselben Kraft und Dynamik geht es jetzt weiter. Die Namensfindung Flair, dann die Abstimmung mit der Frau Lippert für die bauliche Gestaltung. Hier wird ja auch städtebaulich Schönes entstehen. Noch wesentlich schöner, als es je war. Es wird vor allem die Geburtskrankheit der Eingangssituationen verändert werden. Das war ja eine Schutzschlamm. Jeder Lottoladen in der Fürther Südstadt hat einen größeren Eingang gehabt als in der City Center. Das war nicht akzeptabel und es ist gut, dass wir uns hier im Stadtrat auf große Lösungen und eindrucksvolle, gute Lösungen verständigen konnten. Und ich glaube, dieses Flair wird in der Tat das Wohnzimmer der Stadt. Es wird ein Gewinn für die Menschen, für die ganze Metropolregion. Es wird ein städtebaulicher Gewinn, ein wirtschaftlicher Gewinn, ein Imagegewinn, ein großer Erfolg. Kein Mensch weiß, was in 100 Jahren hier ist, das weiß noch mal. Aber dass wir, glaube ich, die nächsten Jahrzehnte eine außergewöhnliche Bereicherung der Stadt hier mit erleben dürfen, davon bin ich fest überzeugt und bin auch der festen Überzeugung, dass damit auch die Förderinnen und Förder sagen werden,
Das ist das höchste fränkische Kompliment. Jetzt passt. Jetzt passt die Innenstadt. Vom Wochenmarkt bis hier hinten, was daran alles entstanden ist, da wird auch der größte für den Neuglandswald sagen müssen oder dürfen, es passt. Und in dem Sinn, glaube ich, freuen wir uns auf den Tag heute, freuen uns, dass die Baustelle gut vorangeht und dann die Eröffnung 21. Ich wünsche uns allen einen schönen Tag jetzt und schließe nochmal mit einem wirklich Herzensdank einmal den Herrn Müller, der im Rathaus immer die Fahne hochgehalten hat, und an Herrn Peter und sein Team, die dieses Meisterwerk begonnen und sicher gut verdienen. Dankeschön. Wir brauchen ein bisschen handwerkliches Geschick auch, ne? Nicht so weit weggehen, wir brauchen nicht. Ja, jetzt kommt es hier, wo ich eingangs erwähnt habe, damit so ein bisschen Farbe an der Wand, da ist es nicht gemacht hier wahrscheinlich, wie man jetzt auch unschwer erkennen kann, zur Innenausstattung, zur Innenarchitektur, zum Innendesign. Seit 1989 ist er bei Chapman Taylor, seit 1997 ist er unter anderem Geschäftsführer des renommierten internationalen Planungsbüros Chapman Taylor. Mehr als 2000 Projekte weltweit wurden bereits von den Designspezialisten umgesetzt und über 250 Preise hat er damit abgesahnt. Der Architekt Herr Siegfried, wo ist er? Ja, herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Jetzt haben wir viel zur Historie gehört. Ich denke, das ist Zeit, dass ich sie einfach mal durchführe und Ihnen das zeigt, was hier schon im Entstehen ist und in den nächsten Jahren noch entstehen soll. Das Wohnzimmer der Stadt. Bevor ich das mache, möchte ich kurz nochmal auf die Grundstruktur eingehen. Wir drehen hier, wie Sie sicherlich schon festgestellt haben, so ziemlich alles auf links. Von dem, was das City Center vorher ausgemacht oder geprägt hat, wird in Zukunft bis auf ein Element, und das ist die Lichtkuppel, von mir aus gesehen ganz links, nicht mehr erkennbar sein. Aber nochmal zur Struktur. Wir befinden uns hier auf der EG-Ebene 1, die an die Schwabacher Straße anschließt und in Zukunft auch an die Hallstraße, und zwar dort, wo derzeit das ehemalige Bestandsgebäude C&A abgerissen wird. Dann gibt es die EG-Ebene 2, die in Zukunft vom Theaterplatz angeschlossen wird. Darunter die sogenannte Basement-Ebene. Dort werden wir zur Hälfte Stellplätze erweitern, sodass sie aus dieser Ebene niveaugleich in das eigentliche Flair gehen können. Und dann auf der vierten Ebene entsprechend die Stellplätze, so wie Sie sie schon kennen. Allerdings soll diese im ganz neuen Gewand die Schotten, die im Moment diese Stellplätze, diese Tiefgarage beschreiben werden, weitestgehend entfernt werden, sodass keine dunklen Räume, keine Angsträume mehr entstehen, sondern dass diese Tiefgarage hell, modern, freundlich ist und keine versteckten Ecken und Räume mehr hat. Diese drei Handelsebenen werden, soweit es physisch möglich ist, miteinander verbunden, indem wir sehr, sehr große Lufträume in die Fußböden schneiden. Sie sehen das schon hier zur Linken, und von diesen Lufträumen kommen noch einige mehr, mit dem Ziel, möglichst viel Tageslicht nach unten zu kriegen und die Barriere zwischen oben und unten, soweit es geht, aufzuheben, sodass die Ebenen miteinander verschmelzen, dass ich Sichtbeziehungen habe, dass ich immer einen Tageslichtbezug habe und immer das Angebot, das es im Flair in Zukunft geben wird, erkennbar ist. Jetzt nehme ich Sie mal mit auf einen kleinen Spaziergang. Und der Spaziergang beginnt an der Neuen Mitte. Seit die Neue Mitte eröffnet wurde, haben sich die innerstädtischen Laufwege verschoben. Der Charakter der Hallstraße hat am oberen Ende schon angefangen, sich zu ändern. Die Eröffnung der Losteria, damit ist das zum Niederende gekommen. Und genau diesen Charakter, den möchten wir konsequent aufgreifen und fortsetzen. Im Rahmen der durch die Stadt fortgeschriebenen Verbesserungsmaßnahmen, die Hallstraße kriegt einen neuen Oberbelag, die Beleuchtung wird verändert, der Theaterplatz wird jetzt schon aufgewertet. All das führt dazu, dass die Hallstraße eine ganz aktive Rolle
in Zukunft im innerstädtischen Handel spielen wird. Und da setzen wir an. Es wurde eben schon deutlich gemacht, das bisherige Problem des City Centers war, dass man es schlichtweg nicht gesehen hat. Und das ändern wir, indem wir an der Schwabacher Straße und an der Hallstraße über Neubauten entsprechend neue Eingänge schaffen, die gerade im Eingangsbereich entsprechend großformatig geöffnet werden. Sie sehen das bereits hier, die neue Mitte ist in Brücken, Sie sehen bereits hier den neuen zweigeschossigen Eingang des Flair. Zoomen wir mal ein bisschen ran, dann erkennt man schon ein bisschen mehr. Die Architektur, die Maßstäblichkeit, die Proportionen dieses Gebäudes orientieren sich an den klassizistischen Nachbargebäuden. Wir haben großformatige Schaufenster im Erdgeschoss, darüber Natursteinfassaden, die entsprechend Lochfassaden, die mit Naturstein verkleidet sind und geneigte Dächer, die entsprechend sich an den architektonischen Typus der angrenzenden Gebäude anschließen. Gehen wir noch mal ein Stück näher. Jetzt stehen wir direkt vor dem neuen Eingang, zweigeschossig, sehr offen, sehr modern, sehr transparent. Und gerade diese fließenden Übergänge zwischen innen und außen zu gewährleisten, soweit es irgendwie möglich geht, möchten wir diese Barrieren reduzieren. In diesem Bereich an der Hallstraße ist nur Gastronomie vorgesehen. Und zwar hier in den Außenbereichen, sowohl rechts als auch links, Gastronomen, Restaurants, die auch vollkommen unabhängig, vollkommen autark von irgendwelchen Ladenöffnungszeiten ihr Geschäft betreiben können. Das heißt, auch an Feiertagen, auch sonntags, kann ich externe Zugänge in diese Flächen rein. Wir haben großzügige Außenterrassen, so dass wir hier auch Bestuhlungen vorstellen können, dass wir Sonnenschirme haben, dass dieser Charakter eines lebendigen Stadtraumes, der auch nutzbar ist für alle, die sich in diesem Stadtraum bewegen, dass der maßgeblich unterstrichen wird und dass der genutzt wird. Wenn wir uns dann mal Richtung Eingangsanlage bewegen, dann sehen wir schon, wie sich diese Gastronomie aus dem Außen, die im Außenbereich ist, auch konsequent im Inneren fortgeführt wird. Gehen wir noch mal rein. Rechts und links werden verschiedene gastronomische Angebote dargestellt werden. Das Ganze in einem Ambiente, das in dem Holz, Grün und warme Farben überwiegt. Gehen wir weiter durch. Und jetzt kann ich sagen, willkommen. Willkommen im Flair. Was Sie noch erkennen, ist die Rotunde. Das ist die Rotunde ganz links. Das ist die einzige, die Sie nach Eröffnung des Centers noch sehen können. Alle anderen werden geschlossen. Im Wesentlichen, da sich hier dann Läden befinden. Moment. So. Was Sie ja auch schon gut erkennen können, sind die Farben, die Materialien, mit denen wir hier spielen. Es geht immer wieder darum, eine Aufenthaltsqualität zu schaffen, in dem die Kunden, die Besucher, die Menschen sich wohlfühlen, in dem sie Zeit verbringen wollen und in dem sie Freunde treffen wollen, in dem sie einfach ja, sitzen, Spaß haben, einkaufen, alles, was man eben so im Stadtraum machen kann. Gehen wir mal weiter. Aber vorher noch, so sah es vorher aus. Viele von Ihnen kennen das. Es ist der gleiche Standpunkt. Noch vor 3 Jahren sah es so aus. So soll es in Zukunft aussehen. Gehen wir mal weiter durch. Jetzt sind wir im Herzen des Flair. Wir stehen hier auf der ED-Ebene 2. Das heißt, wir sind quasi da unten. Und das ist eigentlich, das beschreibt es eigentlich sehr gut, was ich meinte. Wir wollen, dass es kein Unten und Oben mehr gibt. Wir wollen eine maximale Verschmelzung der Ebenen und eine Qualität, die sich durch warme Farben, durch Grün, durch Holz, durch ein Höchstmaß an Tageslicht auszeichnet. Die Bereiche, die Sie hier sehen, entwickeln sich linear über das gesamte Flair. Wir haben sowohl unterschiedliche Lounge-Bereiche, die vollkommen ohne Verzehrzwang genutzt werden können. Das heißt, die sind nicht betrieben von einem Gastronom, sie setzen sich hin, nehmen ihr Laptop mit, arbeiten da, was auch immer. Diese Lounges sind farblich unterschiedlich ausgebildet und sicherlich ein Novum, was ich bis jetzt zumindest noch nie gemacht habe, weder in Deutschland noch im Ausland, ist, dass wir für ein innerstädtisches Shoppingcenter selbst Möbel entwickeln
und die auch maßgeschneidert für dieses Center, für diesen Standort entsprechend anfertigen lassen. Das passiert im Moment in Italien, werden die ersten Muster hergestellt, um letztendlich hier einen absoluten Alleinstellungscharakter zu erzeugen. Das gleiche gilt für die Gastronomie. Ich habe mir beispielhaft mal zwei rausgesucht. Das sind die Gastronomieflächen. Hier gibt es Betreiber, das heißt, das ist dann der Italiener oder so, da können Sie sich ein Cappuccino holen und setzen Sie sich hin. Und auch diese Gastronomieflächen sind auf allen Handelsebenen verteilt. Jede Fläche hat ein anderes Thema, jede Fläche wird anders bespielt, sowohl von der Gestaltung als auch von dem Licht, von der Farbe und von dem Angebot, das hier vorherrscht. Ein ganz wesentlicher Punkt ist sicherlich auch Kinder. Und zwar, sag's mal so, von 2 Jahren bis 10 Jahren, da müssen wir und wollen wir unterschiedliche Angebotsnutzungen hier im Center abbilden. Und als letztes dann noch die Flair Lounge. Die Flair Lounge befindet sich auf der wichtigsten Ebene, nämlich auf der Ebene 1, auf dieser Ebene, auf der wir uns befinden. Und die PMP-Gruppe hat uns eine Mieteinheit zur Verfügung gestellt. Und diese Mieteinheit haben wir genutzt, um dort, wie gesagt, die Flair Lounge zu errichten. In der Flair Lounge können Sie auch wieder unentgeltlich einfach nur Zeit verbringen. Wir haben hier Sitzstufen, da können die Kinder spielen. Wir haben einen Coworking-Bereich, das heißt, auch hier können Sie sich mit einem Laptop hinsetzen. Es gibt einen Trinkbrunnen. Es gibt viele Angebote, einfach um diesen Grundgedanken, das Wohnzimmer der Stadt, Rückzugsorte schaffen, Inseln schaffen, in denen ich mich hinsetzen kann, in denen ich ein Buch lesen kann, in denen ich einen Kaffee trinken kann. Das muss sich wie ein roter Faden durch das gesamte Flair ziehen. Jetzt bewegen wir uns auf den Ausgang Schwabacher Straße zu. Sie sehen diese Stützen. Das sind letztendlich Tapeten, das zeichnet unser Wohnzimmer aus. Wir haben gemütliche Möbel, wir haben viel Grün, wir haben Teppiche. Jedenfalls einige auch Tapeten an der Wand. Wenn Sie da hinten mal hinschauen, sehen Sie 2 Säulen. Da sehen diese Tapeten noch ganz, ganz anders aus. Das war letzten Oktober. Letzten Oktober dachten wir, ich bin mich jetzt so durch. Das Interior Design Konzept fürs Flair steht, ist abgestimmt. Wir hatten noch einen finalen Termin hier in Fürth mit Herrn Peter, um alles nochmal durchzugehen und zu sagen, so, wunderbar, Muster haben wir gemacht, sieht gut aus, wird jetzt umgesetzt. Am Ende dieses Termins war nichts mehr so, wie es war, weil alles, aber auch alles, in die Tonne getreten wurde. Nach dem Motto, ja, ist ganz gut, ist ganz schön, aber geht auch besser, oder? Geht nach Hause, kommt in 4 Wochen wieder und überrascht mich. So was höre ich nicht allzu oft als Architekt. In der Regel geht das immer genau in die andere Richtung. Gibt es das schon? Was kostet das? Wir haben hier einen ganz, ganz anderen Ansatz und das war sehr herausfordernd, das gebe ich auch zu, weil wir, wenn man so aus seiner eigenen Komfortzone rauskommt oder rausgehen muss, weil man gefordert wird, dann kann das schon mal, ja, schmerzhaft will ich nicht sagen, aber es ist eine Herausforderung. Es hat wahnsinnigen Spaß gebracht, wenn man immer weiter gepusht wird, die sagen, nur noch ein und noch ein drauf und noch ein drauf. So sind wir auch zu diesen Möbeln gekommen und zu vielen anderen. Das heißt, hier ist ein Anspruch gesetzt worden, der unglaublich hoch ist, so wie ich ihn bis jetzt auch noch keinem anderen Center in Deutschland zumindest gesehen habe. Und wir werden das so, wie es hier ist, umsetzen. So, jetzt sind wir quasi am Ausgang Schwabacher Straße und auch hier gilt eigentlich das, was wir am Eingang Hallstraße haben, nämlich doppelgeschossige, sehr großzügige, offene, transparente Eingänge, damit das Flair im Stadtraum entsprechend selbstbewusst adressiert wird. Wir müssen mit dem Flair, um dem Anspruch gerecht zu werden, das Wohnzimmer der Stadt, die Menschen ansprechen. Wir müssen das Ganze mit Emotionen aufladen, wir müssen Qualität liefern und das machen wir, indem wir das, was ich Ihnen gezeigt habe, die Lounges, die unterschiedlichen Gastronomiebereiche, eingebettet in ein durchgehendes Farb- und Lichtkonzept
ganz konsequent umsetzen, denn letztendlich hat das Flair den Anspruch, dass hier immer was los ist. Alle, die hier hinkommen, werden immer überrascht werden. Es gibt Pop-Up-Stores, es gibt Aktionen, es gibt Konzerte, es gibt Vernissagen, es gibt natürlich den Handel und die Gastronomie, damit die Menschen, die hier leben, wohnen, arbeiten, herkommen, um einzukaufen, Spaß zu haben, zu spielen, sich mit Freunden zu treffen. Und dafür schaffen wir den Rahmen, den Anspruch haben wir, und dem Anspruch werden wir uns auch messen lassen, spätestens in 2 Jahren zur Eröffnung. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Siegfried. Jetzt, ihr könnt gleich alle 3 nach vorne mal kommen, Herr Siegfried, Herr Jung, Herr Peter, denn jetzt wird es handwerklich. Ich lehne mich zurück und schau mal, was jetzt passiert. Bitte Helm aufsetzen ist wichtig. Mir wurde gesagt, Helm. Ich weiß zwar nicht, warum nur die Protagonisten Helm brauchen und sie nicht, aber wird schon die Richtigkeit haben. Vielleicht habt ihr noch einen für mich, einen Helm, denn jetzt wird die Zeitkapsel versenkt, wie man das macht auch. Und das wird dann in 100 Jahren wieder ausgegraben irgendwann und dann schauen die Leute, was da drin war. Und in 200. Und in dieser Zeitkapsel. Ja, unbedingt, wir wollen wir alle nicht, was kommt rein. Also ich habe mich sofort gefragt, was kommt rein in so eine Zeitkapsel. Einmal eine Tageszeitung. Herr Jung, zeigen Sie mal kurz, was vorne drauf ist, vielleicht auch. Der Club in Turbulenz. Also es geht auch, der Club in Turbulenz. Das ist ja bestens. Das ist natürlich super. Der Club in Turbulenz, das gefällt mir. Sportgutscheine mit oder jetzt sind ja alle lauter schöne Sachen. Aber das Wichtigste ist von der Nachricht von heute und morgen sind es hier sehr angenehm gewesen. Absolut. Und die Stadtzeitung ist auch mit dabei. Das sind 2 Zeitungen. Ja, weil die nämlich etwas grüner ausfällt. Deswegen haben wir die auch eine schöne Stadtzeitung. Ja, der Stadtwald punktet mit auf jeden Fall super. Das kommt rein. Dann was haben wir noch? Die Rede von meinem Peter. Die steckt heute rein. Und ein Schlüssel, der symbolisch für immer offene Türen steht. Der Siegfried, jawohl. Und sich nur kontrollieren, ob auch alles reingeht. Ich gehe jetzt einfach in den Fotos. Jawohl, hier kommt der Schlüssel. Das ist der Generalschlüssel tatsächlich. Gut, dann wird es Teil jetzt. Ihr sagt einfach, was für Motive ihr braucht oder wie ihr es gerne hättet. Vielleicht alle 3 mal in die Hand nehmen oder? Ja, hier. Ja. Ja.
So, dann nochmal einen großen Applaus, würde ich sagen. Es gibt am Ausgang für jeden von Ihnen einen Stick, einen USB-Stick mit allen wichtigen Fotos und Daten. Alles, was wir gesehen haben, ist auch gleich nochmal zu mitnehmen. Und jetzt wünsche ich uns allen einfach noch einen schönen Vormittag, einen schönen Mittag. Fotos und Interviews sind jetzt mit allen Protagonisten. Wer möchte wirklich vielleicht die Jungs von Frankenfernsehen und jetzt Interviews führen? Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag und eine schöne Woche. Bis bald.